Ihr seid schon da. Gleich kommen die News. Willkommen bei Twisma, dem Kanal, wenn es um den Twizy geht und die Elektromobilität. So, wir sind bei den News. Heute haben wir den, ich muss gucken, 21.04., also Ostersonntag. Und ja, fangen wir mal an. Letzte Woche war ich in Hilden beim Elektrofrühstück, beim Hepto, und da habe ich den Uwe Kröger getroffen vom T&T Tesla Kanal. Und dem habe ich eine Frage gestellt und die spiele ich jetzt hier nach mal ein. Also, der Uwe, den kennt er von T&T Tesla, und ich habe eigentlich nur eine Frage an ihn, und zwar ist die, warum fährst du keinen Twizy? Ich passe nicht rein. Und wenn ich drin bin, müsst ihr mir den Schuhanzieher wieder rausholen. Also das heißt, du bist doch mehr als 75 Kilo schwer? Also pro Seite, ja. Ach so, ja gut, also natürlich. Ja, gut. Twizy ist geil. Ich bin noch nie eingefahren, muss ich sagen. Ja, siehst du? Aber ich finde die Dinger gut, auf jeden Fall. Prima. Okay, danke dir. Ja. So, was habe ich letzte Woche alles gemacht? Ich war ziemlich viel in der Halle und habe geschraubt, und zwar habe ich, jetzt muss ich mal gucken, ja genau, mein Bremsenvideo habe ich gemacht. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie man die Bremsen vom Twizy überholt, und habe da ziemlich viel gefilmt und habe dann festgestellt, ihr werdet vielleicht, wenn ihr das Video schon gesehen habt, dass der Ton nicht richtig synchronisiert war nach einiger Zeit. Das liegt an meiner Kamera. Ich habe eine GoPro, eine Hero 7 Black, und mit diesem entsprechenden Adapter fürs Mikrofon, und das hat nicht richtig funktioniert. In dem Moment, wo man nämlich da den Stromstöpsel in dieses Teil reinsteckt, ist dieser Ton nicht mehr richtig synchronisiert. Dann wollte ich das Ganze nochmal drehen und dann war das ziemlich zeitaufwendig. Letztendlich habe ich das Video hochgeladen und habe das aber nochmal ganz neu gedreht mit einem anderen Twizy, wo ich dann die Bremsen überholt habe. Und das muss ich allerdings noch schneiden, das ist viel Arbeit, das zeige ich euch dann. Dann ging's, genau, Bremskolben. Ich habe festgestellt, bei meinem Twizy sind die Bremskolben ziemlich im Eimer, und jetzt habe ich von der Firma Twizy Kupplung, oder ich weiß nicht genau, wie die heißt, ich glaube Metallbau Wolf, den habe ich gestern getroffen und habe mich mit dem unterhalten. Der hat wohl einen Bremskolben, der entsprechend besser vergütet ist oder anders vergütet ist, aus einem anderen Material. Der ist aus Aluminium, ist dann beschichtet und hat dann noch einen Keramiküberzug, und der soll angeblich, dieser Bremskolben verhindert im Grunde, dass der rostet, also diese Art der Beschichtung eben, und weil es halt Aluminium ist. Ich probiere den mal aus, ich werde den mal bestellen, werde den Reparatursatz mal einbauen und dann gucken wir mal, wie sich der bewährt. Dann habe ich ein Video gemacht, Bremsen hinten überholen. Das habe ich schon gedreht, aber noch nicht geschnitten. Ich denke mal, das werde ich jetzt diese Woche schneiden und werde es dann online stellen. Dann waren wir mit unserem rheinischen Twizy-Team, ich zeige es mal eben hier, ne? haben wir eine schöne Ausfahrt gemacht. Wir waren in Langenfeld beim Bäcker und sind von da aus dann, haben eine schöne Tour durch Velbert gemacht oder nach Velbert hin und haben dann da lecker in der Eisdiele noch ein Eis gegessen. Ich habe ein bisschen dabei gefilmt. Da gibt es ein Video online, was allerdings nicht für die Öffentlichkeit ist, sondern wirklich dann nur für Leute aus dem Team. Und wer den Zugang hat, der wird das sehen. In diversen Foren wird dann der Link sein. Dann könnt ihr euch das angucken. Dann nochmal Werbung, 17.05. bis 19.05. ist in Krefeld ja unser rheinisches Twizy-Treffen, wo wir bestimmt 50 Twizys erwarten. Da wird ordentlich was los sein. Wer noch nicht angemeldet ist, sollte dies tun. Und wer sich nicht anmeldet, kann aber trotzdem noch vorbeikommen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir planen eine herrliche Ausfahrt. Das wird ein richtig schönes Wochenende. Wir können da übernachten, das ist kein Problem. Ihr müsst noch nicht mal ein Zelt mitbringen. Luftmatratze reicht. Wir haben da alle ein Dach über dem Kopf. Eine große Halle ist da, wo man drin pennen kann und wo wir quatschen können. Und wenn schlechtes Wetter ist, also auch überhaupt kein Problem. Also ich erwarte euch. Und es wird richtig schön. So, was haben wir noch? Ich plane noch ein Video mit Austauschen der Bremsscheiben. Bei meinem Twizy habe ich festgestellt, dass die Bremsscheiben völlig im Eimer sind. Ich hätte fast ein anderes Wort gesagt. Werde ich jetzt die Teile bestellen und dann mache ich ein Video, wie man bei dem Fahrzeug die Bremsscheiben vorne und hinten tauscht. Einschließlich natürlich mit Belägen. Dann habe ich noch den Ladeparker der Woche. Das werde ich gleich noch drehen. Das werdet ihr dann sehen.
So, der Preis für den Ladesäulenzuparker der Woche geht an ein örtliches Autohaus, die jetzt seit geschlagenen 3 Tagen hier ihren Wagen parken mit angeschlossenem Kabel an der Ladesäule. Das ist eine öffentliche Ladesäule. Und der bekommt jetzt von mir diesen Aufkleber drauf. Und glaubt mir, Leute, der wird mir morgen immer noch stehen. Weil ich habe schon mal eine Stellungnahme von dem Autohaus gekriegt, dass die Kunden ein Anrecht darauf haben, dass dieses Fahrzeug aufgeladen ist. Es ist nur schade, dass offensichtlich dieses Fahrzeug tagelang laden muss, damit ein Kunde es irgendwann, wenn das Autohaus wieder öffnet, es auch übernehmen kann. Schade, schade, schade. Ganz ehrlich, ich würde den gerne mal Probe fahren. Ich hoffe, der ist dann aufgeladen. Und zum Schluss die Frage der Woche. Was macht ihr, während ihr eigentlich ladet, wenn ihr unterwegs seid? Das dauert ja immer ein bisschen länger, als wenn man irgendwie mit 150 kW zum Beispiel laden kann. Was macht ihr eigentlich in der Zeit? Würde mich mal interessieren. Bohrt einer die ganze Zeit in der Nase oder macht sonst irgendwas oder ihr trinkt 5 Liter Kaffee? Schreibt es einfach unten in die Kommentare und dann werdet ihr in den nächsten News die Auflösung hören. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.